Halleluja! Wie allem, was der Friedi Fässler in seinem Jahr als Regierungspräsident gemacht hat, letztlich war es eine Fragerei unter dem Motto «Was macht das Fremde mit mir?». Wir sehen, meist stellt er diese Frage noch, dann gibt es ein bisschen mehr Regierungspräsident, wenn das Parlament den Neuen wählt. Zwischen der SP schiebt sich ein V und spielt das Präsidium von links auf rechts. Stefan Kröliker übernimmt und ich bin gespannt, unter welchem Motto der Bildungsdirektor durchs Jahr geht. Hier eine kleine Anregung. Er pflegte gerne zu behaupten, dass sowohl bei der Erziehung der Kinder als bei der Leitung der Völker nichts ungeschickter und barbarischer sei als Verbote, als verbietende Gesetze und Anordnungen. Das war jetzt nicht vom Stefan Kröliker, sondern vom Goethe und soll kein Aufruf zur Anarchie sein, sondern zur Erziehung. Aber richtig, wir er- und verzeichnen unsere Kinder künftig nicht mehr. Nein, wir bilden es. Darum soll aus dem Erziehungsrat neu der Bildungsrat werden, so wie das neue Volksschulgesetz, das in dieser Session behandelt wird. Was ja irgendwie auch besser tönt, weil, da hat schon der George Bernard Shaw gewusst, hohe Bildung kann man dadurch beweisen, dass man die kompliziertesten Dinge auf einfache Art zu erläutern versteht. Gut, einfach. Ich weiss nicht, einfach ist es nicht gerade unser neues Volksschulgesetz. Immerhin behandelt das Parlament schon den 21. Nachtrag. Und ich will jetzt nicht nachträgend sein, aber vielleicht hat man das Volksschulgesetz gescheiter geschreddert und neu geschrieben. Aber eben, alles wird besser. In Zukunft kommt ja dann eine Generation, die bildet und nicht mehr erzogen ist. Apropos Schreddern, da wird der biblische Abraham wahrscheinlich gern das Gesetz über die Religionsgemeinschaften. Auch das kommt in dieser Session zur Debatte. In dem Gesetz hat der Islam aber keinen Platz. Der ist für die Landeskirche und das Judentum reserviert. Ist vielleicht auch gar nicht nötig, auch wenn alle das Gefühl haben, es gäbe unglaublich viele Moslems in der Schweiz, so ist der Anteil doch immer noch deutlich unter 10%. Besonders gespannt bin ich in der nächsten Session übrigens auf das Staatsverwaltungsgesetz. Ziel ist nämlich so eine Art Quadratur vom Kreis. Mit Hilfe von Bürokratie soll Bürokratie abgeschafft werden. Wie das soll gehen, wir können es nachlesen im Amtsblatt, aber da gibt es auch schon bald nicht mehr, wie wir in dieser Session hören werden. Oder nur noch elektronisch. Dem verlangt man halt künftig in den Beizen nicht mehr ein Glas Wasser und das Amtsblatt, sondern ein Tablet und ein Ladekabel. Und was geben wir unseren St. Galler Politikerinnen und Politikern das mal mit auf den Weg? Der Winston Churchill. Demokratie ist die Notwendigkeit, sich gelegentlich den Ansichten anderer Leute zu beugen. In dem Sinn, eine fruchtbare Session.